Hey Leute, hier ist Vance und das ist eine kleine Special-Folge von Let's Show World of Tanks. Nämlich haben wir uns, wir machen heute mal ein kleines T26E4 Gameplay, also der Super Pershing. Ja, hier seht ihr ihn. Das ist er in Real Life. Davon eigentlich nur 25 Exemplare. Das ganze Projekt ist dann irgendwie gescheitert, aber das ist ja eigentlich scheißegal, weil in World of Tanks funktioniert der Panzer. Richtig. Ja. Und ich würde sagen, wir tun gar nicht allzu lange rum und gehen mal in-game und erklären dann da den Rest. Richtig. Und dieser Panzer, kann man kurz noch in der Garage zeigen, hat eine extrem starke Panzerung hier vorne. Tut mir leid, ich habe meinen Push-to-Talk-Key nicht gedrückt, deswegen hast du nicht gehört, dass ich gesprochen habe. Hat eine extrem starke Panzerung hier vorne und hat hier oben auch nochmal Panzerung. Das heißt, die Rate, um durchzukommen, ist wesentlich geringer als bei üblichen Panzern, weil die nicht so extrem viele Lagen haben. Ja. Auf jeden Fall, auf der Verbrauchskiste steht drauf, dieser Panzer hat eine Turmpanzerung von 102 vorne und eine Wannenpanzerung von 178. Das heißt, was für ein Scheißspiel haben wir denn jetzt erwischt? Ich war wieder ganz toll, das Premium Tank Matchmaking. Oh je. Normalerweise könnt ihr euch sicher sein, mit einem Super Pershing kommt ihr fast nie in ein Tier 9 Gefecht, Tier 10 Gefecht. Es ist so wie jetzt ungefähr, okay, jetzt ist die Ausnahme, dass man wirklich der einzige Achter ist, aber normalerweise ist man immer so in der goldenen Mitte der Achter drin. Ja. Das ist jetzt ein extrem geniales Gefecht irgendwie. Das wird sehr rocky, nur der Panther kommt nicht durch und der Typ. Ja, das Tolle ist, ja, wie gesagt, der Panther 2 ist zwar in dem Game ein bisschen overpowered, aber der Super Pershing hat ja wirklich die wahrscheinlich bekannteste Troll-Panzerung auch in diesem ganzen Spiel, dadurch, dass er eben diese befestigten Platten hier vorne dran hat. Man glaubt es nicht, aber ich habe im Internet mal nachgeschaut, vorne hat er teilweise nicht nur 178, sondern hat echt krasse 320 mm Panzerung vorne drauf, vorne oben, 170 vorne unten. Wenn ich das jetzt richtig erinnere. Von vorne auf seine Blende drauf, also Junel kann das ja auch mal zeigen, er hat es wahrscheinlich schon gezeigt, auch nochmal 220, heißt kein Durchkommen. Das Tolle ist aber immer, die Gegner denken dann, sie haben uns getroffen, das sind diese berühmten 0% Treffer, weil diese Panzerung aus zwei Lagen besteht, die eine wird durchschlagen, ist, wir haben einen Volltreffer, aber prallt er dann der drunterliegenden ab. Auf jeden Fall. So, jetzt mache ich mal dieses hässliche Zug 1 Fenster weg, weil wir sind gerade auf unserem TS-Channel von Stellende Wölfe. Und ja, dazu kann ich auch gleich mal was in unseren Chat hier reinposten. Gleich mal mit den ersten 0% Treffer eingesteckt, so wie es gehört. Ja, der Super Pershing an und für sich ist eigentlich wirklich zu empfehlen. Kann man nicht sagen, Geld fahren ohne Ende. Das einzige Manko ist ein bisschen sein 500 PS Motor. Ja, damit kommt er nicht so wirklich auf Touren. Aber um jetzt mal weiter zu den Fakten zu kommen. Er hat, wie schon gesagt, eine Frontpanzerung vom Turm von 102 mm. Abgezogen davon ist das, eine Platte vorne dran. Genau. Das andere ist nicht berücksichtigt. So, ich fahre hier die ganze Zeit, ohne irgendwas anzuzeigen, weil mich dieser scheiß grüne Balken da unten schon wieder nervt. Weil der kommt immer erst, wenn du zweimal V drückst in dem Game. Und jetzt regt der mich tierisch auf. Jawoll, schießt mir in die Seite rein. So, wie ihr schon gemerkt habt, der Panzer ist von der Seite extrem miserabel gepanzert. Ja, aber mit der Front keine Chance. Richtig, aber das war jetzt natürlich mein Problem. So, wie schon gesagt, der Turm dreht sich mit 24 Grad pro Sekunde, hat eine Sichtweite von 380 Metern und ist ausgerüstet mit einer 90 mm Gun. Und die ist halt speziell für den T15E1, das ist der normale Pershing. Und wir haben halt die Version vom Super Pershing, was im Endeffekt auch der Pershing ist. Und im Endeffekt ist dann auch irgendwie das Projekt an dieser Gun gescheitert, weil die irgendwie ein Problem mit diesem Panzer hatte, mit dieser Blende und so weiter und so fort. Interessiert ja keine alte Sau. So, wie ihr gerade hier seht, der Panzer dreht sich mit einer hervorragenden Geschwindigkeit von 32 Grad pro Sekunde und da wird sein Gewicht von satten 50,84 Tonnen bei dem maximal zulässigen Gewicht von 52,5 Tonnen deutlich. Ich habe hier schon eingebaut Fernglas, dann 100 Oktan Benzin und ein Tarnnetz. Das dürfte mich eigentlich vor den gröbsten Beschädigungen von der Seite her beschützen. Und ich müsste alle Gegner früh genug sehen, um davor noch mich auszurichten. So, zur Gun. Was machen wir mal zur Gun? Wo haben wir die Gun? Da. Das ist eine, wie schon gesagt, 90 mm Gun. Hat eine Feuergeschwindigkeit von 7,4 oder 6 oder 8,2.
Schuss pro Minute. Und Durchschlagskraft haben wir 170, 258 mit Premium-Muni und mit der normalen HE-Muni, seht ihr hier selber, 45. Schaden macht sie 240, standardmäßig, außer mit HE, dann macht sie 320. Und auf eine Genauigkeit pro 100 Meter kommen wir von 0,43 und 1 wäre super genau. Das heißt, viel Abweichung, naja, kann man jetzt so und so sehen. Das ist eigentlich wenig Abweichung für eine Gun von diesem Panzer. So, da es wieder Premium-Muni ist, nee, nicht Premium-Muni, sondern Premium-Gun, Premium-Panzer, da seht ihr, wie groß das Fadenkreuz eigentlich ist, aber ihr könnt euch mit hundertprozentiger Sicherheit darauf einstellen, dass dieses Geschütz genau dahin schießt, wo ihr hin gezielt habt und nicht irgendeine Abweichung von 0,43 besitzt. Naja, genau. So, Zielerfassungszeit haben wir 2,3 Sekunden normalerweise. Ich habe Ansetzer drin, 100% Crew, das heißt, wir kommen auf eine Anvisierungszeit von ungefähr 1,5 Sekunden. So, ja, das war erstmal diese den gröbsten Fakten, bis auf das Funkgerät, das noch 745 Meter Reichweite hat, war es das. Jo. Ja, was gibt's zu sagen? Das Tolle an dieser Blende vorne dran ist auch, dass man die, mit der TKP getroffen, dass man das quasi nach oben abwinkeln kann und dadurch quasi noch ein bisschen mehr Panzerung bekommt. Hier schon wieder ein abgeprallter mir zum Beispiel. Ja, das läuft mit dem Panzer. Und ich würde sagen, wir spielen jetzt mal, damit wir ein bisschen was vom Gameplay auch haben. Hier ein richtig schöner Muni-Hit am Typ 59 vom Tiger P. So, was ich noch sagen wollte vorhin zu diesem Panzer, was total beschissen ist, wenn du die Ketten verlierst. Ja, das auch. Aber wenn du einen Panzer hast, der deine Blende vorne durchschlagen kann, dann stirbt mit hundertprozentiger Sicherheit irgendein Besatzungsmitglied. Ja. Das ist das einzige Manko, auch rechts und links unter seinen, ja, sagen wir mal, Ausläufern von seinem, von seiner Panzerung hier, da hat er ein paar Schwachstellen, da ist eigentlich fast zu 100% entweder der Fahrer oder der Richtschütze tot. So, jetzt hat mich entweder die Arti getroffen oder irgendein anderer Scheiß. Obwohl ich eigentlich nur die Arti in Betracht ziehe gerade. Hallo? Boris. Entweder schießt er ja mit Premium-Muni oder mit HE. Du siehst doch, ob sie mit Premium schießen. Mm-mm. Apropos Premium-Muni, ist bei dir auch so, dass der Anti-Bäume-Mod in dem Spiel nicht funktioniert? Jetzt wo du sagst. Was zum Teufel? Ja, ich hatte eigentlich den Anti-Bäume-Mod drin, wie er gerade schon sagt, damit man halt gut snipern kann, aber wie er vorhin richtig festgestellt hat, ich sehe alle Bäume. Ja, zerschieß mir laufen die Kette, du. Hornochse, ja, mein Motor ist gefreckt, jetzt kann ich mich halt quasi fast gar nicht mehr bewegen. Aber das ist halb so wild, mit dem Panzer macht man eh immer Gewinn, von daher. So, da komme ich nie mit dem ran. LOL, Wirkungstreffer. Yay! Wirkungstreffer vor der Win. Sag mal, jetzt komme ich durch. Der TKP ist das Problem, das ist halt ein Panzer mit relativ gutem Durchschlag, da ist es ein bisschen schwieriger, aber ansonsten. Spaß, ein Panzer. Oh, der war fail. Kann das man nichts sagen, eigentlich ein Panzer ist ein ganz tolles Gefährt. So, der ist jetzt entweder tot oder lebend. Er ist tot, dabei sehr wurde schön. Ich auch mal angehittet. Der hat mich vorhin nämlich gepiesackt. Ich habe jetzt auch schon meinen 7. Treffer mit Damage und sagen wir mal 20 Treffer so eingesteckt. Das ist echt ein hartes Stück. Es ist natürlich, man darf ihn sich nicht als Medium vorstellen wie den Panther 2 oder so, ne? Mit KMH-Spitze hier so bei Ende 50, fast 60 km/h. So, der wird getrackt, der Tiger P. Das ist er definitiv nicht. Ja, bis ich hier oben auf dem Hügel bin, bist du wahrscheinlich schon tot. Nee, das überlebe ich. Aber ich habe den Tiger P gerade leider 2 cm zu weit nach links getroffen. Dadurch wurde er nicht getrackt. Ja, dann sagen wir doch einfach mal kurz was zu den Weak Points, also zu den Schwachstellen. Wie gesagt, schon mal einmal unter diesen Flügeln seiner ja, Frontpanzerung hier an seinem Turm. Da haben wir einen Weak Point. Wie gesagt, da ist fast immer alles. Irgendein Crewmitglied stirbt immer. Ich hatte gerade das Glück, dass kein Crewmitglied gestorben ist, obwohl er eigentlich einen recht guten Treffer gelandet hat, da wo eigentlich der Crew war. Oh, der TKP hat mich. Ich habe auf den T-52 gezielt, deswegen hatte ich die Frontpanzerung weg. Ist oh, egal. Fuck, Tiger 2. Tiger 2 habe ich, Panda 2 habe ich Schiss. Ich weiß nicht, ob er durchkommt. Ja, der kommt durch. Der hat dieselbe Gun wie der TKP, der dürfte durchkommen. Außer er schießt vorbei. Au, jetzt schießt die Arti auf mich. Die Suart, die hat mich vorhin auch mal böse getroffen, aber ist ja... Die Suart hat schon hunderte Mal auf mich geschossen.
Ja, schau mal, ich habe schon 6 Hits eingesteckt, hallo. Ich würde mich mit dem Panzer, hätte ich jetzt Full HP, da eiskalt reinstellen und jeden danach hier Reihe nach wegknüppeln. Aber mit so wenig Leben, ach du Scheiße. Boah, jetzt so gut, ist er langsam im Gehirn, sonst hätte er mir jetzt voll weggeknüppelt. Ach ja, links von dir ist ein Giga. Hab gerade gesehen. Kann er denn anziehen? Man muss auch dazu sagen, das Geile, ihr seht es ja gerade selbst, die unnormale Abwicklungsfähigkeit von seiner Gun. Das ist immer das Beschissene an dem Panther 2. Der kann seine Gun nicht mal halb weit abwinkeln nach oben und unten. Das ist auch Ja, die ein hole ich mir. Riesenvorteil, finde, weil, also ihr seht es ja teilweise selbst, hier wieder schöne Abpraller. Ihr seht es ja selbst, ja, ich denke mal, jetzt ist er drauf, weil der TKP dürfte durchkommen. Oder auch nicht. Ist ja schön, dann zeigen wir gleich mal die Trollpanzerung von dem Panzer. Pass auf, er zielt dir links neben den Turm. Der hat ein Pech hier. Von hinten habe ich den Treffer, lol. Aber dieser TP, der weiß schon, wo er hinzielen muss gegen den Super Pershing. Ramm ihn an, ramm ihn an. Ah. Das war der Tiger von hinten. Ja, leider. Naja, kann man Da. nichts machen. Wir warten einfach mal das Spiel noch ab, gehen mal ein bisschen raus. Am Dann besten. können wir gleich noch ein Spiel mit dem TKP mit unserem Super Pershing machen. Richtig. Unser Team hat astrein gefailt. Der kommt jetzt nicht durch den TKP. Wäre zu schön. Lol. Ja. Ich lach so, wenn wir das in den letzten 10 Sekunden noch gewinnen. Haha. Na klar. Natürlich, aber ihr werdet sehen selbst, das hindert den Super Pershing nicht daran, Gewinn zu machen. So, ich habe Ist satte ein ganz tolles Spiel. 63.000 Kreditpunkte bekommen. Und wie viel hast du bekommen? Ach, 8000 oder so. Aber du Jawohl. hast einfach fast keine Reparaturpunkte, Ding. Ja, das Problem war dabei, dass es immer einfach mal krass meinen Motor geschottet haben und mit 500 PS hast du dann wirklich nichts mehr, was dich vorwärts bewegt. So, ich war Meisterschütze beim Super Pershing, sehr schön, bei 13 Schüssen, 12 Treffern, perfekt. Wurde von Spatzer 511 getötet, hab drei Gegner aufge... Oh, das war ein schönes Gefecht eigentlich für mich. Dazu muss man natürlich sagen, ich habe ein Premium. Also mit Premium hätte ich jetzt 16.000. Dafür, dass ich einfach mal gar nichts dran habe. So, hier meine Skills könnt ihr mal gleich anschauen. Ich habe einige Perks gelevelt, weil ich die Besatzung schon auf 100% gespielt habe. Ich habe beim ersten drin Mentor, das heißt, alle anderen Crewmitglieder bekommen schnelle Erfahrung. Ihr könnt mal schauen, wie viele Gefechte ich mit dem Panzer gemacht habe. Wo ist er denn? Wow, der ist schon so weit oben. 104 Gefechte. Okay. Ich will gar nicht wissen, wie lange ich den Panzer schnappe. Also hier habe ich sichere Ladung drin, damit ich nie wieder einen Muni-Hit bekommen habe. Hier habe ich mehr Sichtweite drin. Fahren wie auf Schienen und mehr Genauigkeit bei Turmdrehung. Fahren wie auf Schienen bewirkt halt bessere Genauigkeit während des Fahrens. Ja. Mal gucken, was das Matchmaking so macht. Ja, so wie es sich gehört. So ist Standard, genau. Okay, wir haben an der Spitze der Gegner vier. Ach du Scheiße. Ja, vier Premium Premium Tanks. Tanks. Und Yay! unseren kleinen Bruder, den Pershing. Ja, unseren kleinen Bruder. Der wahrscheinlich sogar noch besser ist als der Super Pershing, bloß halt nicht so viel Gewinn abwirft. Ja, naja, er hat halt eine schwächere Panzerung, aber ansonsten eigentlich okay, die gehen bei uns ist auch besser, das ist besser. Panzerung und Gun, aber ansonsten ist super, der normale Pershing natürlich besser. Kostet Okay. natürlich aber auch 10.000 mal mehr. Ach ja, Kosten. Der Super Pershing kostet normal 7.200 Gold, aber wir gehen mal davon aus, im Geschenkeladen, weil ihr braucht ja auch noch einen Stellplatz für ihn. Im Kostet auch nochmal Geschenkladen 300 kostet. Gold, deswegen braucht ihr normalerweise 7.500 Gold, wenn ihr euch mit Gold kaufen wollt. Ansonsten im Geschenkeladen kostet ihr exakt 27,27 Euro. Das ist komplett Ja, und richtig. hier könnt ihr jetzt mal unten Bäume Mod hier sehen. Genau, hier seht ihr die Bäume. Schau, da hinten sind noch Bäume. Wenn ich jetzt reinzoome, Bäume weg. Bäume da, Bäume weg. Bäume da, Bäume weg. Bäume da, Bäume weg. Bäume da, Bäume weg. Okay. Ja, ich denke, sie haben es verstanden. So, der Mod hier zeigt mir noch an, wie weit der Panzer. Oben links seht ihr die Entfernung zu den Panzern. So, das dreht sich jetzt ein wenig hoch. Zu 173 Meter, 174. Und links die Leiste, wo gerade 180 drin ist, da ist halt aufgerundet, wie weit der Panzer weg ist. Ist logisch, irgendwie kann man schon verstehen. Auf der rechten Seite, die 1-0 steht dafür da, wie lange prognostiziert wird, wie lange der Schuss fliegt. Obwohl ich eigentlich da keine Rücksicht drauf nehme, weil ich denke nicht, dass der Schuss bis dahin eine Sekunde fliegt. Naja. Man kann es ja versuchen. Obwohl eine Sekunde eigentlich nicht viel ist.
Jetzt habe ich schon wieder voll Bock auf Artillerie, glaubst du das? Ja. So, ich denke mal, wir machen jetzt einfach mal ein wirkliches Gameplay jetzt dazu. Einfach, wir spielen jetzt einfach mal gut und reden wenig und dann guckt ihr euch das Ganze einfach mal selbst an. Richtig, ihr könnt euch jetzt... Fakten her haben wir, glaube ich, nichts mehr vergessen. Nee, ihr könnt euch jetzt eure eigene Meinung bilden. Wie ihr seht, schieße ich nie mit HE, die habe ich einfach nur zum Fun drin. Und jetzt, ja, vergnügt euch mit dem Anblick und viel Spaß. Haut rein. Setzt mich einfach fest.
da will er mich eiskalt nicht die erobere Medaille holen lassen. Und unser E-Fans, weil er noch einen Hit drauf kriegt, kriegt die Verteidiger. Nein, er hat keinen Hit mehr drauf bekommen, er bekommt nicht die Verteidiger. Schade, schade. Ich bekomme dafür Stahlwand. Nein, diesmal nicht. Ich bekomme die Stahlwand. Also ich habe jetzt beide Games eine Ausschaltung bekommen, beide Games über 40.000 Kreditpunkte bekommen. Jo, ich habe ohne Ding jetzt, ohne Premium, 43.000 eingenommen. Ich glaube, der Panzer lohnt sich. Ja, also so viel ist eigentlich schon bei mir fast die Ausnahme. Normalerweise gebe ich mich mit 30.000 zufrieden. Letztens hatte ich ein paar gute Games, da hatte ich wirklich eine Reihe, 5 oder 6 Spiele ineinander, 60.000 oder 70.000, mein höchstes war mal 135.000 Erfahrung, Geld mit dem Panzer pro Spiel, und das lohnt sich dann echt. So, gibt's noch was zu sagen? Nö. Ich denke mal, dass das Video jetzt größtenteils den Panzer mal gut beschrieben hat. Ich hoffe, euch hat es genauso gefallen wie uns eigentlich das Video. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen nach oben. Wenn es euch nicht gefallen hat, dann gebt uns halt einen Daumen nach unten. So sieht eure Meinung aus. Genau. Genau. So. Ja, und würde sagen, wir sehen uns einfach beim nächsten Mal wieder. Ciao. Genau, ciao.